Die wichtigste Herausforderung unserer Zeit, das ist die Klimakatastrophe. Mangelnder Empathie und mangelnder Mitmenschlichkeit in unseren Gesellschaften zu begegnen. Es ist Freude im Angesicht der Krisen zu behalten. Für unsere Demokratie wünsche ich mir mehr Mut zur sozialen Gerechtigkeit. Viele Sternstunden. Krisenkompetenz. Wünsche ich mir, dass sie nicht für etwas Selbstverständliches genommen wird. Mehr Demokratinnen und Demokraten. Mehr Mut und Optimismus. Ich finde, in unseren Gesellschaften müsste sich am dringendsten ändern, dass wir von einem Ich auf ein Wir zurückkommen und dabei die verwundbarsten Menschen in unseren Gesellschaften als erstes im Blick haben. In der Gesellschaft sollte sich dringend ändern, dass Kinder und Jugendliche mit ihren eigenen Bedarfen wahrgenommen werden und an Entscheidungen, die sie betreffen, teilhaben können. Von der Politik erwarte ich, dass sie Umverteilung von Privilegien und Reichtum offen als Ziel benennt und konsequent verfolgt. Auf der Welt müsste sich dringend ändern, dass kein Flüchtling mehr im Mittelmeer ertrinkt, dass es keinen Hunger und kein Elend mehr gibt und dass es keine Gewalt an Frauen mehr gibt. Ich freue mich im neuen Jahr auf den ersten Prototypen von unserem Verschwörungsmaterial und die ersten Einsätze damit. Eigentlich wünsche ich mir jedes Jahr zu Weihnachten den Weltfrieden. Aber weil das immer nicht klappt, wünsche ich mir zu diesem Weihnachten den Frieden in der Ukraine. Und zwar mit einem vollständigen Rückzug der russischen Armee. Im neuen Jahr freue ich mich auf Begegnungen und Projekte, die neue Horizonte eröffnen. Tolle Projekte mit und von und für Kinder und Jugendliche, die Spaß machen, ihnen Freiräume ermöglichen und einfach cool sind. Weihnachten bedeutet für mich, dass ich aus dem Alltag aussteige und einfach mal komplett 3 Tage aus der Welt bin. Weihnachten bedeutet für mich Menschwerdung. Weihnachten bedeutet für mich, zu Hause zu sein. Die Hoffnung und eine Menge Plätzchen. Im Kreise mir liebster Menschen zu sein. Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und ein frohes neues Jahr.